こそまたたびスパへ。全国にチェーンを持つ安心の。はあ、ちょっとごめんなさい。お客さん後でね。あらまあ、完成したの？よいしょ。はい、ここに持ってまいりました。待ってたのよ。さあさあさあ、ここにかけてちょうだい。あの人は画家の。本当だ。あの絵完成したのかな。ついにお披露目ね。私の憧れの女王様。私に似てるって女王様のことだったんだ。こらまた偉い方に似てるって言われたのやの。ではご覧ください、女王様の肖像画です。これは What the okay. fuck? Ich weiß, wer es ist, aber... Ich auch, aber wo sieht sie denn Esther ähnlich? Ich bitte? Weiß es nicht, die Kim-Passion. Das macht mir ein bisschen Angst. Passion? Oh, göttlich, wahrhaft göttlich. Ja. Ihre unvergleichliche Schönheit ist atemberaubend. Gefällt es euch? Ob es mir gefällt, es ist das Dreifache von dem Wert, was ich euch als Lohn versprochen hatte. Ein Bart des Propheten, wirklich? Aber wir hatten es per Pfotenschlag besiegelt, ich weiß. Vielleicht nächstes Mal. Hey, ich würde gerne mehr zahlen, aber hey, oh, trotzdem. Stehe. Jetzt geht's los hier. Entschuldigung. Ja. Ich sehe überhaupt nicht aus wie Sie. Was? Sie haben gesagt, ich würde aussehen wie Sie. Das war ein Missverständnis, junge Dame. Es ist kein Porträt von dir, nur... Tröpfchen. Weiß nicht, Junge. Gibt's, wo geht's gerade, wo, interessant, was? Wir müssen sofort nach Motorwell. Ich weiß, wen wir suchen müssen. Ach ja? Natürlich, Frau Layla ist die Seelenverwandte der Kalifin. Ich weiß es einfach. Seit wann ist der so intelligent? Ich weiß es auch nicht. Was mit wo kommt der Geistesblitz her? Er wird schlauer. Natürlich ist er das. Bist ein schlaues Büschchen, Olli. Danke, Tröpfchen. Als ich das Bild gesehen habe, war es mir sofort klar. Gut, dann machen wir uns auf die Socken, okay? Ich bin plötzlich gar nicht mehr so müde. Und jetzt geht das Bild drüber und die prügeln sich schon. Ja, ich erwarte so. Ich auch nicht. Hey Esther, komm schon, wir müssen los. Hä? Pah! Ich sehe kein bisschen aus. Pah! Ich sehe kein bisschen aus wie die. Sehe ich wirklich so fett aus? Ich bin nicht fett. Du bist immer noch sauer, was? Was soll das heißen? Ich bin kein bisschen sauer. Klar, und ich bin 2 Meter, Mann. Wir sollten sie damit besser in Ruhe lassen. Ich denke auch, ja. Na, das hätte man jetzt aber auch ein bisschen besser auflösen können. Ja, selber loben, bla. Gib uns Geld. Das heißt, wir müssen hier jetzt gar nicht mehr übernachten, ne? Nee. Wir müssen jetzt Portal machen. Jo, Portal. Portal. Lalalalalalala. Und wenn man die Layla befragen, was die gerne isst, wahrscheinlich alles. Milch oder... Alles. Reste. Burger. Wow. Salat. Oh, ich habe die Befürchtung, wir müssen das auch craften. Möglich wär's. Mhm. Irgend so ein bestimmter Eisbecher oder so. Ja, ja, ich sehe doch den Stern. Hä, die Tür ist zu. Was? Macht's uns doch nicht so schwer. Wieso kann die denn mit? Warum soll sie nicht mitkönnen? Oh, sehr interessant. Na, jetzt sind 2 davon. Die Seelenverwandten sind am selben Ort jetzt. Ja. Sehr interessant. Stimmt. Wir haben noch gar nicht die von Olli gesehen. Stimmt. Ist Shada die von Olli? Das wäre krass. Der Laden ist wohl noch zu. Aber wenn wir hier warten, wird sie sicher bald kommen. Es ist schon Zeit, den Laden aufzumachen. Da kommt jemand. Ja. Oh, hallo Oliver. Selbe Stimme, passt. Myrtle, hi. Wie geht es dir? Fühlst du dich besser? Ja, und du hast mir geholfen, Oliver. Was tust du hier? Brauchst du etwas aus dem Wagen? Moment, ich schließe für euch auf. Wer ist das Mädchen? Ich habe das Gefühl. Als würdest du sie irgendwoher kennen? Ja, sie sieht aus wie ich. Sie könnte mein längst verschollener Zwilling sein oder so. Sie sieht mir viel ähnlicher als diese doofe Kalifin. Hä? Kann sie mich nicht sehen oder wie?
Du merkst aber auch alles. Sie kann dich nicht sehen und mich auch nicht. Ah. Wirklich? Ich bin also unsichtbar? So ein merkwürdiges Gefühl. Na klar bist du unsichtbar. Bist ja schließlich aus einer anderen Welt, oder nicht? Das erklärt's. Hm? Hast du was gesagt, Oliver? Nein, hab ich nicht. Aber warum bist du eigentlich hier in Frau Leylas Laden, Mörkel? Ich arbeite jetzt hier. Frau Leyla und meine Mutter sind befreundet. Als sie gehört hat, dass es mir besser geht, hat sie mir angeboten, bei ihr zu arbeiten. Oh, das ist aber sehr nett von ihr. Ich bin zwar erst 9, aber hey. Kann ja auch mal arbeiten. Ja. Sag mal, Mittel, ist Frau Leyla hier? Ja, sie trainiert gerade. Aber sie... Was? Trainiert? Was? Ja, denn? Ich frage mich auch, was sie trainiert. Sie trainiert gerade Wettessen. Aber sie sollte bald wieder hier sein. Frau Leyla trainiert? Genau, sie hat angefangen zu essen. Macht sie eine Diät? Nein, sie isst. Ach Quatsch. Sie macht nur Sport. Damit sie noch mehr essen kann. Oh, wie das alles passt. Hä? Wie meinst du das? Oh, krass. Keiner will. Mütle. Ja, das passt gut. Ich bin wieder da. Oh, das ist er. Oliver! Hallo, Liebster! Guten Morgen, Frau Leyla. Wirklich, ich halte es nicht mehr aus. Könntest du... Ja, Frau Leyla, ich hole ihn für Sie. Oh nein, so lange kann ich nicht mehr warten. Ich habe welche im Laden, Schätzchen. Bleib du hier draußen und putz ein bisschen oder so. Oh, wird gechoppt. Hui! Ich kenne sonst niemanden, der so verrückt nach seinem Lieblingsessen ist. Was war das? Hat sie gerade Lieblingsessen gesagt? Hey, Olli, das ist doch bestimmt dasselbe wie der Kulifin. Du hast recht. Sehen wir nach, was es ist. Bis bald, Mörtel. Tschüss. Dass sie sich gar nicht wundert, dass wir da jetzt reinlatschen. So. Worms. Ist es Käse oder Kuchen? Kuchenkäse. Käse. Obasan, Cheese o tabeteru. Cheese. So, jo. お店のチーズはね、一つも売り物じゃないの。全部私のおやつなのよ。おい、オリバー、もたもたしとったらこの晩全部食べてしまうよるで。ひとかけらでもええから分けてもらうんや。うん。おばさん、お願い。僕にもこのチーズちょうだい。いくらオリバーの頼みでもこれだけはダメよ。ちょっとだけだって。ちょっとだけでいいから。何しとんねん、もっといっぱい考え。絶対頑張れ、オリバー。立ちなよ。Lass ihn einfach das Stück, du dummer Junge. Mach ich auch nicht. Ganz schön erschreckend, oder? Und wie? Ich hatte ja keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so besessen von dem Zeug ist. Wenn sie ihren Käse isst, sollte man ihr nicht zu nahe kommen. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Mödle? Nee. Mödle. Klingt so, als würde sie meine Hilfe brauchen. Ich sollte lieber reingehen. Bis bald. Herr Jemine, und was machen wir jetzt? Diesen Käse gibt es nur in Frau Leylas Laden. Oh, hallo Pia. Weißt du noch, wie du die gesprochen hast? Habe ich die gesprochen? Ja. Etwas... Nee. Piepsiger noch. Noch piepsiger? Naja, also nicht. Warte mal. Noch ein bisschen zurückhaltender. Schüchtern. Ja. Okay. Aber ähnlich piepsig. Wir brauchen etwas Käse. Käse? Genau. Das ist das Lieblingsessen der Kulifin. Mit wem redet ihr da? Mit so einer eingebildeten Freundin vermutlich. Ist es mal wieder soweit? Was? Wir können ihn machen? Unseren eigenen Käse machen? Ja, mit deiner Magie. Ganz, ganz viel Käse. Aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Natürlich. Versuch es einfach. Versuch es einfach? Denkst du echt, es ist so simpel? Ja. Aber ich habe überhaupt einen Zauber für sowas. Hey, warte. Sie ist weg. Na, nicht Applaus mit deiner eingebildeten Freundin, Olli?
Besser als mit deinen echten Freunden zu quatschen, oder wie? Hä? Eingebildete Freundin? Meinst du Pia? Pia, wer ist das? Ich bin eifersüchtig. Wie meinst du das? Sie stand genau hier. Ich habe niemanden gesehen. Vielleicht kannst nur du sie sehen, Oliver. Echt? Aber warum? Naja, vielleicht ist es sie so, wie Mörtler mich nicht sehen kann, obwohl ich sie sehe. Da kannst du recht haben, weißt du. Ich habe diese Pia auch noch nie gesehen. Na egal. Was hat Pia dir denn gesagt, Oliver? Ach ja, sie hat gesagt, dass ich meine Magie benutzen soll, um Käse herzuzaubern. Nein, hat sie nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt, ne. Wie? Mit Magie sagst du? Vielleicht ist es zu schüchtern, um sich sehen zu lassen, aber sie ist nicht auf den Mund gefallen, wenn es um Ratschläge geht. Du meinst also, das wird nicht klappen? Nee, Mann, das wird schon klappen. Das Tolle an der Magie ist doch, dass sie das Unmögliche möglich macht, oder nicht? Aber ohne die richtigen Zutaten wird es wohl schwierig, was? Aber die haben wir doch! Echt? Oh Mann. Natürlich! Die Milchbrunnen in Alkuwald! Wir verwandeln also mit Hilfe der Magie die Milch aus dem Brunnen in Käse. Geil. Das machen wir doch glatt. Schick! Alles klar, Oli. Zurück in unsere Welt, okay? Ja, gehen wir direkt zu dem Milchbrunnen. Probier es aus! Sie sind auf dem Hauptplatz in Alkuwald. Ja, dann. Ja, ne? Manche Sequenzen sind so ein bisschen unnötig. Ja. Weißt du, man hätte auch einfach direkt zum Palast gehen können, ohne den Scheißkäse. Das ist so Lückenfüller. Das wirkt halt so ein bisschen random. So, natürlich kannst du da nicht sofort hin, weil dies und das. Natürlich kannst du das und das nicht sofort machen, weil dies und das. Und dann kommt immer zum Hauptstory noch eine Nebenstory und zu der Nebenstory noch eine Side-Story. Und dann kommt die Untergeschichte und das Unterkapitel. Und irgendwann nervt es. Ja, bisschen, ne? Das war jetzt mein Monolog dazu. Ihr müsst darüber segeln, aber um darüber segeln zu können, braucht ihr einen Brief. So, den Brief müsst ihr ja, euch da genau, holen. Genau, aber genau, um da reinzukommen, müsst ihr das wieder machen. Ja. So, aber um das zu machen, müsst ihr erst wieder dahin. Ah! Oh. Ja. Das sind also die Milchbrunnen. Mensch, es ist echte Milch, wirklich. Na klar, die frischesten zahnigste Milch, die es gibt. Und es gibt so viel davon, dass du es wieder und wieder probieren kannst, bis das klappt. Wieder und wieder probieren. Du denkst wohl, ich schaffe das nicht, was? So habe ich das nicht gemeint. Dann los, zauber etwas Käse herbei. Konzentrier dich. Weißt du denn, wie man Käse herstellt? Klar. Man kocht Milch, gibt Zitrone und Salz. Zitrone. Okay, und Käse Salz. Und schöpft die dicke Masse obendrauf ab, die dann zu Käse wird. Klar, weiß ein neunjähriger Junge. Mann, du bist ja ein richtiger Käsemeister. Das sollte also ein Kinderspiel werden. Du brauchst nur den richtigen Zauber, nicht wahr? Klar, mal sehen. Käsezauber. Warte, ich warte. Wirklich jetzt ein Zauberkäse. Brauchen wir nicht gerade. Warte, geheime Zutat? Ja, das klingt richtig. So, what? Woher auch immer wir diesen Zauber haben. Ist, keine Ahnung. Tatsächlich! Du kannst gut zaubern, Oliver! Ich glaube, du kannst auch Süßigkeiten machen, wenn du wolltest. Und Kuchen! Oh, ein Stück Kuchen hier jetzt! Hey, hör auf! Ich versuche hier mich zu konzentrieren! Glitsch! Ich dachte, man müsste ihn craften, aber ich nein. Auch! Mega-Käse! Oh! Der ist echt groß. Und Kuchen! Wo kommt das denn jetzt her? Ja, verstehe ich auch nicht. Das hat er so nebenbei alles. So aus Versehen. Ein kolossales Käsestück. Geil. Seht euch diesen Brocken an, Mann. Haha, du hast sogar ein paar Süßigkeiten gemacht. Das war Esthers Schuld. Du wolltest doch sicher auch welche, gib's zu. Du solltest die Leute beim Zaubern nicht ablenken. Oh, jetzt sei doch nicht so. Jetzt können wir zu Kalife. Unser Geschenk ist zwar ein bisschen groß geraten, aber das macht sicher nichts. Je größer, desto besser, sage ich immer. Erfreuen wir sie mit unserem Käse. Okay,
Haben wir jetzt wenigstens die Süßigkeiten auch gekriegt? Ja, ich hoffe es. Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Nö, da ist nichts Neues. Und der Käse ist wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, beste Item. Da sind noch die Badeanzüge und Klamotten. Ja, ist okay. So, hier. Guten Tag, wir haben Käse, lasst uns rein. Dulla! Oh, manchmal ist es hart. Ja. あれが女王様。オッケー、クラン。なんかいい匂いがしないかい、クラン。クラン、どこだい。はい、ここにおります。女王様、この者たちが新しい食べ物を運んでくれました。ほら、可愛い坊やだこと。さあ、それをこっちに持ってきておくれ。 すごい。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 すご
Wen haben wir da drin jetzt noch? Eine Katzenkopf. Katzen? Nee, das ist doch. Das ist auch ein Laden. Gibt's was hier? Okay, wir täuschen uns mal. Tschüss. Ich finde es so krass, wie dieses Spiel so in Parts aufgeteilt ist. Der letzte Part war so viel kämpfen und machen und tun und rumrennen. Ja. Und jetzt haben wir wieder nur Story und Gelaber. Das ist schlimm. Das ist etwas unausgeglichen manchmal. Hallo, Herr Horst. Abdullah. Was? Abdullah. Abdullah. Ja, mehrere Zurückhaltung. Ja, schick Abdullah. Warum? Ist es der Typ? Das kann jetzt auch ein bisschen, ja, also ich meine, ne? Hätten wir das nicht direkt. Kam unerwartet. Anfang an. Ja, zurückhaltend, ich bin sehr zurückhaltend. Wunderbar. Ihr könnt was von mir haben. Ja. Er war halt nicht sehr hilfreich bisher. Nee, war sehr zurückhaltend. Ja, stimmt. Was willst du?